So, das ist unser Ziel. Sieht aus wie, ja, ein Satellit, ein Flugschreiber. Bocker, ich glaube, ich habe einen dieser Flugschreiber gefunden. Gut, in der Roanoke sollten noch mehr davon sein. Okay, mal sehen, was ich finden kann. Ich sehe jetzt schon mal spontan zwei. Und ein Halbleiter. Machen wir uns doch mal einen Scherz. Bams! Daneben? Nein. Sehr schön. Bams! Bams! Bitte? Wer möchte? Du möchtest. Dass diese Viecher auch im Outer Space überleben, ey. Kostet mich ja schon minimal an. So, da ziehen wir uns gerade mal ein bisschen Sauerstoff. Da ist noch mehr Sauerstoff. Sag mal, so viel Sauerstoff kann man doch gar nicht wegatmen, wie die hier anbieten. Teile gefunden. Wo ist denn jetzt das dritte, das ich hier noch gesehen hatte? Da? Bist du sicher? Ich habe doch da noch einen viel näher gesehen. Da, schau mal. Genug Flugschreiber haben, um eine sichere Route zum Planeten zu rekonstruieren. Super. Und jetzt? Baue alles in ein Navigationsmodul ein, das ich dann an das Shuttle anschließe. Ich muss nur eine Bank finden. Das sollte aber kein Problem sein. Ja, das sollte kein Problem sein. Navigationsmodul herstellen. So, wir lassen die Monsterline einfach mal Monsterline sein und verziehen uns. Haha, nicht getroffen. Oh, da lang. Oh, wie komme ich denn jetzt da wieder rein? Ach du meine Güte. Lass mal gucken. Alter. Ach, okay. Okay, ich glaube, das war jetzt sinnlos, aber egal. Finde ich übrigens entspannend, dass das Spiel so ein paar lockere Passagen dazwischen hat, so ein paar ruhige Passagen. Nicht die ganze Zeit nur Hau drauf, nicht die ganze Zeit nur Schießen, Action und sonst was. Sondern auch mal so ein bisschen, ne? Einfach mal so ein bisschen entspannen, ein bisschen runterkommen. Und hier waren wir schon mal. Ja, hier waren wir definitiv schon mal. All is lost. Nicht den Kopf hängen lassen. Hm? So, das ist unser Weg. Da ist eine Anzugstation. Reparaturbucht. Kein Zutritt für Unbefugte. Finde ich extrem cool, dass in der deutschen Fassung sogar hier in-game die Schrift auf Deutsch ist. So, hier waren wir ganz am Anfang. Ganz am Anfang. Und hier müssen wir, nehme ich mal an, genau, an die Bench. Ach, der Kleine. Hallo. Flugschreiber herstellen.
Und sowas schimpft sich dann Ingenieur, weißt du? Ich nehme ein paar Einzelteile, hause in eine Bench rein und die macht alles für mich. Voll der gute Ingenieur. So, jetzt haben wir das hergestellt. Ja, toll. So, das war's. Wir sollten jetzt alle Teile haben, die wir brauchen. Gott sei Dank. Und jetzt sollten wir Kurs auf den nächsten Raumfahrtweg setzen und schauen. Nein, Robert, wir fliegen zum Planeten. Ellie, ich weiß, dass alles so angefangen hat, aber das ist eine Nummer zu groß für uns. Wir können es nicht mit einem ganzen Planeten voller Monster aufnehmen. Wenn nicht wir, wer dann? EarthGov gibt's nicht mehr. Robert, nur wir sind übrig, die das schaffen können und das weißt du. Ellie, du musst zugeben, dass es Wahnsinn ist. Woher sollen wir wissen, dass es da unten wirklich eine Lösung gibt? Weil du es mir gesagt hast. Im Quartier des Admirals. Du sagtest, abschalten und genau das werden wir machen. Verdammt richtig. Captain, wir müssen es versuchen. Aber eine Motorei ist das Letzte, was ich jetzt brauche. Wenn ich sage, wir gehen nicht, dann gehen wir nicht. Nein, Ellie hat recht. Wir haben eine Chance und die werden wir nutzen. Sie können entweder mitkommen oder versuchen, uns aufzuhalten. Aber vergessen Sie nicht, tot sind wir hier schlimmer dran als lebendig. Ellie macht das Shuttle startklar, ich bin unterwegs. Unser Plan steht fest, wir fliegen nach Tau Volantis. Wenn es eine Chance gibt, die Marker zu stoppen und die Necromorph-Pest zu beenden, dann müssen wir sie nutzen. Ich muss jetzt nur noch das Navigationsmodul am Nasenkonus der Crozier anbringen. Crozier, Crozier, wie auch immer, ich kann es immer noch nicht aussprechen, obwohl sie es schon 20 Mal gesagt haben. Und ich hab's doch gesagt, Leute, ich hab's gesagt. Ich hab gesagt, wir fliegen auf diesen Planeten. Und wir fliegen auf diesen Planeten. Und das heißt, wir müssen wahrscheinlich jetzt erstmal zurück auf die Terra Nova. Nee, ach, die haben das Shuttle schon hier rausgebracht, ist ja schön. Oder ist einfach nur der Rest vom Schiff weg? Nee, die haben das hier rausgebracht. Cool. Gerät nötig. Ja, schön, dass du mir sagst, welches Gerät. Transfer, okay. Okay, nebenbei bemerkt, das Navigationsmodul ist installiert. Moment, ich bekomme keine. Ah, jetzt geht's. Und gerade noch rechtzeitig. Sieht aus, als wäre sich unser Flugfenster. Gut, ich komme an Bord. Alles klar, gehen wir an Bord. Der Crozier, Crozer, Crozier, wie auch immer. Hoffentlich sind da keine Monster drauf. Ich freue mich auch, dich zu sehen. Und warum der Blick? Das wird doch funktionieren, oder? Unser Fenster kommt gleich. Entweder jetzt oder nie. Hey, und die Sauerstoffeinspritze? Warum sind sie nicht angerastet? Hab's versucht. Die Gewinde sind rostig. Mal sehen, was ich tun kann. Wenn sich einer davon löst, werden wir in der Kabine verbrennen, bevor die Atmosphäre das erledigt. Tu mir einen Gefallen. Such die Druckanzeige auf der Hauptkonsole und sag mir, wenn die Dichtung funktioniert. Oh Mann, wir fliegen mit einem Schrotthaufen auf dem Planeten. Das ist ja echt toll. Das hat was bewirkt. Die Nadel ist gesprungen. Toll, kannst du mir auch sagen, wohin? Ich bin Ingenieur. Ich müsste gerne wissen, wohin. Was tut sich denn da? Wo bist du denn überhaupt? Da bist du. Verriegelt, toll. Und alle haben so eine Rig? Wahrscheinlich haben alle Menschen auf der Erde, die so rumlaufen, auch eine Rig. Hey, könnte ja sein, dass wir heute sterben. Schauen wir uns lieber mal unsere Lebensanzeige an. Oh, Entschuldigung. Hier, rein damit. Das wär's. Der Druck steigt an. Und... bleibt stabil. Bereit, wenn du es bist. Ja, ich schnall mich kurz an und dann können wir auch schon los. Oh, bitte sag, dass ich das selber fliegen darf.
Das ist glatter Selbstmord. Die Minen werden das Schiff in Stücke reißen. Das wird halt. Okay, Leute, mal sehen, ob das Ding fliegen kann. Treibstoffleitungen offen. Sensoren online. Ich sehe Minen in 2000 Metern. Zielcomputer geht online. Okay, Isaac, Sie dürfen ran. Projiziere optimale Route. Auf Kurs bleiben und auf alles schießen, was uns in die Quere kommt. Schubdüsen, ein Viertel vor. Ja, ich darf fliegen. Zumindest sporadisch. Wuhu! Shit. Shit. Die Minen haben unsere Wärmesignatur erfasst. Sie kommen! Boah, Alter! Die Steuerung ist nicht invertiert. Ich bin sie überhaupt nicht gewohnt mit... Ah, Kursabweichung. Komm, komm, komm! Okay, nach oben heißt nach oben, nach unten heißt nach unten. Muss ich mich erst dran gewöhnen. Ah, komm. Oh, Alter. Zehn Sekunden bis zum Eintritt. Acht, sieben... Bleiben Sie auf Kurs, wenn wir im falschen Winkel reinkommen. Okay. Und jetzt wird's lustig. 3, 2, 1. Wir sind nicht hoch genug auf jeden Fall.